Am 21. Mai ist es soweit. Dann erscheint Oculus Quest, das neue All-in-One Standalone VR-Headset aus dem Hause Oculus. Wir haben es jetzt schon bekommen und ich möchte euch zeigen, was ihr bekommt, wenn ihr das Ding kauft. Drin in dieser wunderbaren Box ist dann nämlich dieses Headset, komplett kabellos. Denn, wie gesagt, das ist ein All-in-One-Ding, das man nicht mehr an den PC anschließt. Die Hardware ist gleich hier drin verbaut. Es gibt auch keine externen Tracking-Stations mehr. Das funktioniert nämlich über 4 Kameras, die hier angebracht sind. Die tracken sozusagen die Bewegung, weil die halt den Raum erfassen und dann erkennen, wenn man sich bewegt, weil der Raum sich natürlich, die Perspektive auf den Raum sich ändert. Und die tracken gleichzeitig auch die Controller, von denen 2 dabei sind, die sehr natürlich an Oculus Touch erinnern, sind sehr, sehr cool. Das Ganze wirkt sehr wertig, muss man sagen. Man hat hier die Trigger hier vorne, dann hat man hier den Knopf zum Greifen. Hier hat man dann noch ein Steuerkreuz, also kein Steuerkreuz, sondern hier Analogstick, ne, 2. Und wie gesagt, sehr, sehr wertig. In die Dinger kommen übrigens Batterien rein, jeweils eine Batterie, die hier reinkommt. Das bei jedem davon. Und dann kann man im Endeffekt loslegen. Wie funktioniert das Ganze? Nun, man muss es erstmal mit seinem Handy koppeln über Bluetooth. Auf dem Handy ist dann eine App installiert von Oculus, nee, auf iOS oder Android eben. Und dann wird das Headset registriert und dann kann man loslegen. Es gibt noch ein paar weitere Funktionen, die ich euch zeigen möchte. Zum einen hier unten, dieser Regler ist relativ wichtig, da kann man den Linsenabstand verändern, um ein scharfes Bild zu bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Hier hat man Lautstärkeregler, denn in diesem Headset ist tatsächlich oder sind tatsächlich Kopfhörer verbaut. Hier in diesen, ja, hier in diesen Dingern hier oben drin sind Lautsprecher und dann kann man einfach eben auch hören, was man spielt. Also das ist auch gleich dabei. Man kann natürlich auch Kopfhörer anschließen. Und für Brillenträger nicht ganz unwichtig, man kann hier, warte mal, das muss ich jetzt hier abmachen, dieses Ding, diesen Schaumstofffuzzi abmachen, das dazwischen fluppen. Das gibt einem einfach nochmal so ein bisschen mehr Raum und soll es dann für Brillenträger bequemer machen, finde ich eine super Sache. Ich habe es bis jetzt ohne dieses Ding ausprobiert, das hat bei mir auch so funktioniert. Also, aber wie gesagt, auch Brillenträger können das bequem aufsetzen. Dann möchte ich euch noch ein paar Daten geben. Es wird 2 Varianten geben. Einmal eine 64 GB Variante, also interner Speicher, und eine 128 GB Variante. Die 64 GB Variante kostet 450 Euro, die mit 128 550 Euro. Wie gesagt, Einrichtung erfolgt über Koppelung mit dem Handy. Man braucht keinen eigenen PC, alles ohne Kabel, Kopfhörer sind gleich drin. Der Prozessor, der hier drin ist, ist ein 835 Snapdragon Prozessor. Ist eine Leistung ungefähr ähnlich der PlayStation 3 oder Xbox 360. Und die Grafikeinheit, die drin ist, ist eine Adreno 540. Der Unterschied zu Oculus Go ist jetzt natürlich, weil Oculus Go ist ja auch ein All-in-One-Headset. Das Oculus Go hat keine Kameras für richtiges Head-Tracking, also es gibt es da auch rudimentär. Aber Oculus Go ist eher dafür gedacht, dass man darauf irgendwelche Filmchen guckt und das ist wirklich hier zum Gamen gedacht. Aufgeladen wird das Ganze mit USB-C, da ist eine Batterie drin, die lädt man auf. Und wenn man dann so spielt, hält die Batterie um so, ja, 2 Stunden, maximum 3 Stunden wird man da rausquetschen können. Der Display da drin oder die Displays da drin sind OLED und pro Auge hat man eine Auflösung von 1600x1440, Sichtfeld von ungefähr 100 Grad und wiegen tut das Ganze um die 600 Gramm, ist also natürlich dadurch, dass es eine All-in-One-Lösung ist, ein bisschen schwerer als eine kabelgebundene Einheit. Ich werde das Ganze jetzt dann mal ausprobieren, setze das Ganze einfach auf und dann schauen wir uns ein paar Dinger damit an, wie gut das funktioniert. Und ja, freue ich mich drauf, Oculus Quest im Selbsttest. Es gibt ein Programm namens First Steps, das ist das, was man sieht, wenn man das Ding zum ersten Mal spielt. Und jetzt sieht man hier schon, ich bin in einer 3D-Welt, ich habe meinen Boden hier sozusagen und alles. Es ist alles in wunderbarer Grafik, also dafür, dass sie sehr simpel und rudimentär ist. Finde ich tatsächlich ganz schick, es ist halt so stilistisch sehr gut gemacht. Doch hier wird man dann gleich vertraut gemacht mit ein paar der ersten VR-Erfahrungen und das finde ich eigentlich ganz cool. So, und hier habe ich jetzt meine Hände und ich bin tatsächlich sehr erstaunt, wie gut das mit dem Tracking funktioniert. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es hier irgendwie
eine Verzögerung gibt oder dergleichen. Und das ist halt auch wirklich, passt perfekt wie die Faust aufs Auge. So, aus irgendeinem Grund bei der Kalibrierung, ich kann entweder nur in die Richtung schauen nach vorne oder in die Richtung nach vorne schauen und nicht in die Richtung, auch egal wie ich es einstelle. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Wie gesagt, deswegen schauen wir jetzt einfach hier hin. Und jetzt geht es halt darum, dass man erstmal alle leuchtenden Tasten drückt. Und ist auch sehr, sehr geil, ne, wenn ich meinen Finger hebe, dann wird das auch registriert. Sieht man ja, genauso wie hier. Wenn ich da den Finger hebe, wird das auch registriert. Ist sehr, sehr cool gemacht mit meinem Daumen hier. Und jetzt kann ich hier die Würfelchen aufheben, so ein bisschen hin und her werfen. Ne? Das sind halt so ganz rudimentäre Sachen jetzt einfach mal. Zu sein oder nicht zu sein, das ist das Würfelsfrage. Papierfliegerchen fliegen lassen, alles Mögliche ist da mit dabei. Und dann hier zum Beispiel auch, haha, eine Fernbedienung. Und mit dieser Fernbedienung kann ich dann hier wunderbar diesen Zeppelin fliegen lassen. Das finde ich cool. Ne? Je nachdem, wie ich lenke. Ich gebe Gas mit dem Trigger hier vorne. Komm wieder zurück, Zeppo! Wow, okay. Den haben wir. Was haben wir hier? Rakete, go! Tschüss! Aber dann haben wir hier jetzt so ein paar lustige Module. Also das Tracking echt richtig, richtig gut. Kann ich nicht moppern. So, jetzt müssen wir hier beide Stecker anschließen. Zack. Vom Bildschirm her finde ich das richtig gut. Also natürlich gibt es hier auch noch einen Fliegengitter-Effekt. Der ist aber relativ gering. Hi, was bist du denn? Ah, jetzt kann ich dem die Hand schütten zum Tanzen. Oh, Tanzen, ey. Was habe ich denn hier ausgewählt? Jetzt muss ich hier... Bewegt die Hände. Wie auf dem Boden. Oh, ich bin ein alter Mann. Greif eine Hand. Sehr gut, jetzt kann ich hier mit dem Viech tanzen. Gut, gehen wir mal hier raus. Schauen wir mal, was es noch gibt. So, jetzt gab es leider schon ein kleines Problem beim Installieren von Spielen. Ich habe hier so einen Presse-Account und da sind verschiedene Sachen, die ich hier installieren könnte, wie Beat Saber zum Beispiel. Aber auch was sehr interessant ist, Journey of the Gods. Das ist das neue Spiel von Left 4 Dead-Machern, was so ein bisschen in Richtung Zelda gehen soll, was man hier sieht. Und das habe ich jetzt schon versucht, dreimal zu installieren. Man sieht hier den Ladebalken, es macht es dann voll, aber es wird nicht installiert. Und das hatte ich jetzt schon bei mehreren Spielen. Ich weiß nicht, ob das an diesem Presse-Account liegt, ob viele dieser Spiele einfach da noch nicht erhältlich sind, obwohl sie angezeigt werden. Deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt die Spiele zeigen, die ich euch zeigen wollte. Ich zeige euch aber ein paar, die ich installieren konnte. Und wir fangen mal mit Beat Saber an. Ist ja ein Spiel, das sehr gut in Virtual Reality ankommt. Und das möchte ich mir jetzt mal anschauen. Ist jetzt natürlich auch nicht so ein Spiel, was grafisch so imposant ist. Aber da wird es natürlich interessant zu sehen, wie gut das Tracking funktioniert, weil das ist ja enorm wichtig bei diesem Spiel. Und dann gucken wir uns das an. Ich habe hier meine Lichtschwerter und schon geht das Ganze los. Ich schnetzel den Farben entsprechend und den Pfeilen entsprechend. Und das funktioniert richtig gut. Tracking habe ich nicht Probleme hier. Zumindest nicht, dass mir auffällt. Ah, ich bin bloß langsam. Alt, langsam. Und dann muss man ausweichen. Sehr gut. Das haut wirklich wunderbar hin. Ich bin echt überrascht, wie gut das Tracking ist. Vom Kopf und vom Headset. Vom Headset und von den Laserschwertern. Also da habe ich tatsächlich nicht das Gefühl, das ist auch weitaus besser als bei PlayStation VR. Das ist toll, dieses Inside-Out-Tracking, also dass die Kameras am Headset sind, ist eine sehr, sehr geile Lösung, muss ich sagen. Gut, also wie gesagt, das funktioniert. Grafisch, ja, ist es in Ordnung, aber ist jetzt auch nicht das anspruchsvollste Spiel. Gehen wir mal hier raus und dann gucken wir uns mal Ballista an. So, jetzt muss ich hier diese Schriftrolle aufmachen. Da ist mein Königreich. Und wir legen los.
Festungen, die ich zerstören muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen in Richtung Angry Birds, oder? Ich muss dann... Optisch ist das ganz nett. Also das ist jetzt auch nicht schlechter als etwas, das es bei PlayStation VR gibt. Ist natürlich klar, diese VR-Spiele haben oftmals einfach eine simplere Grafik, ne? Cartoon-Optik eher. So, du kommst da rein, du kleines Schwein. Ah, und jetzt kann ich hier zielen mit dem Ding. Oh, schieß mal einfach mal so mitten drauf, ne? Volle Möhre. Das ist geil. Tschüss! Na gut. Dann mach dich nochmal. Dich machen wir jetzt da unten hier. Und jetzt haben wir noch den letzten. Du bist dran, mein Freund. Hätte ich natürlich vielleicht ganz von unten gleich am Anfang. Bam! Haben wir es geschafft? Das ist ganz witzig. Aber ich kann ja gleichzeitig... Zack, der Typ ist platt. Jetzt schnappe ich mir die Schatzkiste. Aber jetzt kriege ich ja dann nicht quasi den Kristall, ne? Ich habe nur noch einen Kobold. Aber vielleicht kann ich ja dann mit dem... Oh, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ach da haben wir nochmal drei. Okay. Machen wir den da drauf und zack. Ja, das ist Ballista. Das finde ich tatsächlich ziemlich witzig. Das wird sicherlich noch komplexer werden und man muss dann mehrere Aktionen gleichzeitig machen. Aber auch hier funktioniert einwandfrei das Tracking. Die Grafik ist gut. Für diese Art von Spiel finde ich absolut in Ordnung. Jetzt schauen wir uns aber noch was anderes an. Dead and Buried 2, ein anderes Spiel, das ich noch installieren konnte. Oh, da ist doch was. Haha, du dumme Biatch! Ah, fuck, jetzt habe ich gedacht, die erwische ich noch. Habe ich extra so einen tollen Revolver gehabt. Mann, ärgerlich. Oh, was haben wir hier? Oh, die hat mich noch nicht gesehen. Shotgun. Baby, Shotgun. Auch das ist grafisch ganz schick. Puh. Nachladen muss man auch. Oh, der fucking Roll, der Rick hier! Oh, jetzt hat's mich erwischt. Aber auch das funktioniert richtig gut. Also ich bin echt sehr, sehr angetan. Oculus Quest ist eine gute Sache. Also, ja, das soll's gewesen sein mit Oculus Quest. Das ist mein kleiner Eindruck davon. Ich finde, das Gerät ist sehr wertig. Ich muss sagen, der Tragekomfort, man merkt schon, dass es relativ schwer ist im Vergleich zu anderen Headsets, weil natürlich Hardware drin ist. Es ist relativ kopflastig. Ich merke einfach, wie ich schon hier leichte Druckstellen bekomme, auch wenn ich es angepasst habe. Ich habe jetzt auch diesen Brillen-Zwischending reingetan, das hilft definitiv. Ich finde, die Bewegung wird wirklich sehr gut erkannt. Ich finde, die Grafik ist tatsächlich echt ganz gut. Also das habe ich nicht erwartet. Es gab jetzt kleinere Probleme hier bei dem letzten Spiel, wo ich die Waffe so ganz nach runter machen musste, um zum Nachladen. Da hatte ich das Gefühl, es wird teilweise nicht immer ganz so gut registriert. Im Großen und Ganzen finde ich es aber echt ganz cool. Ich finde bloß den Preis 450 Euro für die günstigste Version mit 64 GB, das ist schon eine Ansage. Da kriegt man halt auch eine richtige Konsole dafür. Mit PlayStation VR, na klar zahlt man da mehr, aber da hat man dann auch ein größeres Spieleportfolio. Muss man weiterhin beobachten. Ich bin der Meinung, kabellos, ja, das ist natürlich ein großer Selling Point oder großes Alleinstellungsmerkmal bei VR, weil man eben nicht mehr den ganzen Kabelsalat hat, der dann doch störend ist. Die Erkennung, wie gesagt, ist super. Grafik ist in Ordnung. Also Oculus Quest bin ich tatsächlich ziemlich angetan von.